Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Es gab einen Patch 1.62, etwas über 200 MB groß. Ich möchte am liebsten schon abwinken, das ist so ein absolut, keine Ahnung, sinnloser Patch gewesen. Aber nur aufgrund dessen, weil ich denke, es gibt größere Probleme als das zu patchen, was hier gerade implementiert wurde. Werdet ihr selber feststellen, dass es also zumindest für meine Begriffe Jammern auf hohem Niveau ist. Dann geht es noch um einen Fuse-Buff, einen Octane-Nerf, einen Horizon-Nerf. Das Heat Shield ist auch noch leicht angegangen worden im Patch, obwohl es nicht in den Patch Notes steht. Und es geht um ein, zwei Skins, die noch sehr, sehr interessant sind, die jetzt endlich in voller Pracht zu sehen sind. Ihr seht es vielleicht hier schon aus dem Event, der 301-Skin. Den kann man jetzt in voller Pracht betrachten. Wir fangen einfach mal mit einem Fuse-Buff an. Fuse ist tatsächlich der Spitzenreiter, absoluter Spitzenreiter. Er hat Rampart als schlechteste Legende tatsächlich in der Winrate überholt oder sogar die Pickrate, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Win oder Pickrate, eins von beiden. Auf jeden Fall ist er ganz unten in der Winrate. Ich glaube, es war die Winrate. Und hat Rampart abgelöst als uninteressanteste und schlechteste Legende. Und deswegen überlegt Respawn aktuell, wie sie den Kollegen buffen können. Wie das genau ausschaut, steht noch nicht fest. Wird wohl auch erst in Season 9 kommen, wie ich denke. Dann soll Octane und Horizon beide zusammen, ich gehe auch davon aus, dass diese Änderungen auch erst in Season 9 kommen. Bei Octane überlegen sie, den zu buffen. Und da hatte ich erst die Befürchtung, dass sie das Jump Pad wieder schlechter machen. Moment, ich muss mal was notieren. Mir fällt gerade ein, die haben noch was vor. Ja, ich schreibe einfach Airtime. Ich hatte erst die Befürchtung, dass die Jump Pads wieder ein bisschen genervt werden, weil wie, auf welche Art und Weise man mit den Jump Pads pushen kann, das ist jenseits von Gut und Böse. Also ich persönlich finde es geil. Der Nachteil ist aber, dass wir wie so oft ständig keine vernünftigen Sounds haben. Weder wenn die Leute durch die Luft fliegen, wenn sie landen und so weiter. Die Sounds von Apex sind zurzeit beschissener als jemals zuvor. Und hier komme ich nämlich direkt drauf zu sprechen. Hatte ich nämlich völlig vergessen aufzuschreiben. Die Airtime. Respawn überlegt irgendwie den ganzen Legenden ein Airtime-Sound hinzuzufügen, damit eben sowas nicht mehr passiert. Du konzentrierst dich vielleicht gerade auf den Spot und hinter dir pushen dich welche mit einem Jump Pad. Du hörst weder, wie sie durch die Luft fliegen, noch wie sie hinter dir landen und du wirst einfach niedergemäht, ohne dass du irgendwas gehört hast. Und deswegen soll es wohl so sein, dass alle Leute, die sich irgendwie über ein Jump Pad bewegen und so weiter, dass man die auch hört. Und das finde ich auf jeden Fall eine Änderung, die sehr, sehr wichtig ist und ich finde es auch wichtig, dass das so kommt. Jetzt kommen wir aber zum Nerf von Octane zurück. Allen Anschein nach soll es so sein, dass wenn man sich die Spritze reinhaut, dass die Kosten, die Energiekosten, die man an Lebenspunkten aufbringt, einfach höher ist. Und im Gegenzug soll es aber so sein, dass man die Spritze sich öfter reinknallen kann, was wie so eine Art Buff schon wieder ist. Aber je öfter du dir die Spritze kurz nacheinander reinhaust, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schnell von der Ferne irgendwo weggeballert wirst, dass du einfach zu wenig Energie hast. Kommen wir zum Horizon Buff Nerf, auch eigentlich relativ simpel und schon lange im Gespräch. Und zwar soll sie im Gravity Lift deutlich langsamer sich bewegen können. Egal links, rechts, strafen, nach vorne, nach hinten, soll einfach es einfacher machen, die Legende in ihrem Gravity Lift einfacher zu treffen. Finde ich auch an sich nicht schlecht. Ob das jetzt aber unbedingt sein muss, sei erstmal dahingestellt. So, ich würde sagen, jetzt machen wir mal kurz die Kamera ja hier hin. Es gibt noch einen IMA-Skin, da weiß ich aber nicht, welcher das ist, weil ich den auch selber nicht besitze. Kann ich euch das jetzt hier nicht vormachen, aber die Problematik mit diesem Skin war es, Moment, man betrachtet das und es kommt nämlich jetzt, kommt nämlich gleich der Hammer zum Patch 6.1.62. Einerseits können wir jetzt diesen Skin in voller Pracht betrachten. Vorher war es so, nur in einem bestimmten Lichtwinkel zur Sonne konntest du den Skin richtig sehen. Ansonsten war der Pech schwarz und du hast eigentlich fast nichts vom Skin mitbekommen. Dann wurde vom Heat Shield, das neue Heat Shield, was sich hier in diesem Slot befindet, das
hat jetzt kein Fast-Heal mehr außerhalb der Zone, wenn ihr das einsetzt. Lediglich das Fast-Revive, also Aufheben des Teammates, bleibt bestehen, aber das Fast-Heal fliegt komplett raus. Und der Hauptbestandteil des Patches, und das ist das, warum ich eigentlich am Anfang am liebsten schon abwinken würde, ist tatsächlich, es haben sich Leute darüber aufgeregt, dass sie nicht mehr mit einem simplen Knopfdruck, quasi bei der PlayStation oder jedem Controller, mit der Linkstaste gedrückt halten, ihre Waffe ansehen können. Und das wurde jetzt geändert. Und dazu ist der Patch hauptsächlich gedacht. Und da muss ich einfach, warum wollte ich abwinken, können die Leute von Respawn sich nicht bitte um Gottes Willen endlich um diesen Scheiß Connection-Problem, Server-Stuff-Scheißendreck kümmern. Ich habe bis heute nicht eine einzelne Zeile darüber gelesen, dass die Probleme bestehen. Dass Respawn mal sagt, wir arbeiten daran oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist eine neue Option dazu hinzugekommen. Also alle danke, danke, dass ihr euch alle so beschwert habt, dass diese sinnlose Funktion im Spiel ist. Ich finde es unnötig, das nimmt den Leuten die Zeit, sich um die Server zu kümmern. Ganz einfach. Also irgendwie sind die, und da muss ich einfach Real Talk reden, das macht mich so ultra sauer. Apex hat so ein Potenzial und die spielen das Spiel oder die fahren das Spiel immer mehr, meiner Meinung nach, und es ist, ich habe auch sehr viele positive Resonanzen auf mein Negativ-Feedback auf Apex und viele von euch lassen sich auch in den Kommentaren negativ zurecht, wie ich finde, aus und sagen, können die sich nicht erstmal um die Server kümmern, bevor irgendwelche neuen Features kommen? Und genau das ist jetzt hier der Fall. Du gehst auf den Controller-Reiter und hast hier den Survival-Slot. Wenn du den auf ausstellst, kannst du, juhu, endlich wieder mit der linken Taste dir deine Waffe angucken. Ist es nicht ultra wichtig für uns alle gewesen? Hört ihr den oder hört ihr die Ironie? Nachteil dabei ist, wenn du das unbedingt wolltest, musst du jetzt eben, wenn du ein Mobile Respawn Beacon oder eben dieses Heat Shield raushauen willst, musst du wieder in dein Inventar gehen, musst extra draufklicken und dann kannst du das platzieren. Enorm wichtige Funktion. Gott sei Dank können wir unsere Waffe ganz einfach mit einem linken Tastendruck wieder anschauen. Mein Gott, der geilste Patch der Welt. Verdammt nochmal, Respawn, fixt die Server. Alles andere ist gerade uninteressant. So, jetzt habe ich meiner Wut freien Lauf gelassen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, wir sind schon wieder durch. Ladies and Gentlemen, ich würde mich auf jeden Fall freuen und vor allen Dingen, auch seid mal bitte so ehrlich, seid ihr meiner Meinung, kotzt euch das nicht genauso an? Also, es gibt noch immer keine Lösung. Es gab verschiedene Kommentare von euch, dass man, ich weiß jetzt nicht genau, wie es funktioniert, aber ich glaube, es war so, das Problem könnte man beseitigen, dieses Connection-Problem, dass du gar nicht erst ins Spiel kommst, ohne Server wechseln, ohne Neustarten. Ich glaube, dass man muss man den Speicherstand, irgend sowas war es, muss man löschen und dann gehst du wieder ganz normal ins Spiel rein. Der Nachteil ist aber, du musst alles wieder neu einstellen, deine Sensitivität und den ganzen Spaß. Ihr könnt mich da gerne nochmal korrigieren, was man da genau löschen muss. Also nicht, dass jetzt jemand blindlings seinen Speicher löscht oder sonst irgend sowas. Da gibt es einige Kommentare, die das besser wissen, aber das ist für mich die sinnloseste Lösung, die es gibt, weil du musst jedes Mal den Scheiß wieder neu einstellen. Und wenn du Pech hast, ein paar Tage später kommt das Problem vielleicht wieder und dann stellst du wieder alles neu ein, weil du wieder alles löscht. Das ist für mich keine vernünftige Lösung, deswegen hoffe ich, dass Respawn endlich mal hier ein paar Sachen an den Tag legt und vor allen Dingen ist heute auch um 19 Uhr Split 2, hätte ich fast vergessen zu erzählen. Endlich ist eines der langweiligsten Events zu Ende und ich weiß auch nicht, ob es tatsächlich noch ein Patch gibt. Ich habe vor einigen Wochen über einen fetten Patch gesprochen. Ich gehe aber davon aus, dass das der letzte Patch mit dem Caustic Event war, wo wir so viele Neuerungen bekommen haben, dass es keinen anderen 8.1 Patch noch gibt oder sonst irgendwas. Also ich gehe davon aus, dass wir einfach nur unsere Olympus Map jetzt als Ranked haben und Kings Canyon endlich rausfliegt. Und das war's dann soweit. So, Ladies and Gentlemen, wenn ihr Bock habt, euch mal so richtig schön über Apex Legends auszukotzen, ist für dieses Video heute genug Platz in den Kommentaren. Feuerfrei, ich lese mir auf jeden Fall alles durch. Würde mich natürlich nichtsdestotrotz, so scheiße es gerade alles ist, teilweise über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.